Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, wir sind hier in einem ganz komischen Ort. Ich habe keine Ahnung, ob das auch richtig ist, wo wir hier sind. auf jeden Fall ist da ein Fragezeichen. Wir schauen da mal rein, oder? Wo sind wir denn hier? Daguerro. Hä? Was ist denn ein Daguerro? Auf jeden Fall nicht der Ort, den wir suchen. Ganz klar nicht. Da. Schauen wir doch mal nach, was das hier für komische Leute sind, ne? Hallo? Wer bist denn du? Der Gründer dieser Stadt war ein exzentrischer Wissenschaftler namens Daguerro. Dieser Aufzug funktioniert wahrscheinlich auch per Hydraulik. Oh, der Priester. Von Bumerkia und so, ne? Priesterin Gildea. Oh, welch Freude, euch hier anzutreffen, Zitane. Du bist doch die aus Clara. Was machst du denn hier? Nach der Zerstörung Claras wurde mir bewusst, wie abgeschirmt wir doch eigentlich waren. Abgekapselt von der Außenwelt werden wir wieder völlig hilflos sein. Deswegen habe ich mich der Wissenschaft hingegeben, damit ich später beim Wiederaufbau Bumerkias und Claras nützlich sein kann. Hat tatsächlich jemand... Da haben einige überlebt, wie schön. Was haben wir denn da? Und für was soll das gut sein? Und da sind Hebel? Was? Der rechte Hebel? Ah, der mittlere? Der linke? Aha, wieder rechts? Nochmal rechts. Geht nicht. Links. Und jetzt Mitte. Ist schon besser. Nochmal Mitte. Ah. Gar nichts. Hallo. Ich bin beschäftigt. Verschwinde. Aha. Vielleicht dann nochmal den rechten, dass wir drauf können. Nix. Hm, was gibt's hier? Oh. Ah. Kommt man so rauf, oder wie? Ups, stehen geblieben. Hm. Ja. Und jetzt vielleicht? Kommen wir da jetzt gar nicht drauf, oder wie? Doch so. Hm, da ist ein Loch. Ja, dann schau mal rein. Hm, geht nicht. Was? Mittel zweimal? Nein, nicht links. Mittel. Nochmal Mittel? Mittel. So, nichts tun. Will ich mich jetzt da draufstellen? Da geht gar nichts, weil er da steht. Keine Ahnung. Gehen wir mal. Ich wollte eigentlich leveln heute. Aber hier gibt es, glaube ich, auch irgendwas Besonderes. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Seit geraumer Zeit. Seit geraumer Zeit schon wird dieser legendäre Ort als Wall der Drachengötter bezeichnet. Hier sammeln sich die Kräfte der Drachengötter und aus dem einsamen Berg sprudelt nur so das Quellwasser. Aha. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Nope. Vielleicht da herüben? Meine Füße sind nass. Mhm, da liegt was im Wasser. Capricornus. Hm. Hat drüben vielleicht auch noch was? Nö. Ein Capricornus. Wer bist denn du? Der Günther! Du bist wohl auf der Schatzsuche in Daguerro, was? Einen Kollegen rieche ich 10 Meter gegen den Wind. Meilen, Entschuldigung.
Ich bin in diesen Kreisen übrigens auch nicht ganz unbekannt. Aber deswegen werde ich dir natürlich nicht gleich meinen wahren Namen verraten. Günther? In diesen Kreisen bekommt jeder einen gewissen Rang zugewiesen. Was hast du denn überhaupt für einen Rang? Rang F? Da hast du noch was vor dir. Hä? Was für ein Rang? Ich war doch gar nicht so schlecht beim Stibitzen. Frechheit. Servus, Opa. Da meine Mogli. Hallo, Mogli. Moglea. Mognet, vielleicht? In letzter Zeit bekomme ich überhaupt keine Briefe mehr, Kubo. Okay, bis dann. Dann tschüss. Was haben wir da? Dies ist Daguero. Der Ort, an dem Wissen und Wasser zusammenfließen. Was darf sein? Oh. Ein Schmied. Sargartanas. Bitte? Einmal gerne. Das braucht man nicht. Das haben wir schon. Fressrobe. Oh, okay. Heiligenrobe. Ja. Schattenrobe. Können wir schon mal nicht herstellen, dass wieder der Geierkittel fehlt. Zum Geier nochmal. Piep, 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 piep. Da fehlt uns auch wieder was. Ein Diamant. Hatten wir nicht mal einen? Einen Schurkenreif aus Mithril-Armreif. Das brauchen wir schon wieder. Warte, vielleicht können wir was kaufen, ne? Hallo? Zu der Zeit, in der diese Theorie verbreitet war, Entschuldigung, wurde die Luftfahrttechnik sowie die Schifffahrt revolutioniert. Ja, ja, so war das damals. Ist da hier zufällig jemand, der Items verkauft? Maschinenoffizier Zellbot, was macht denn der da? Ich bin hierher gekommen, um eine andere Antriebskraft des Nebels oder Feuer zu finden. Aber das mit dem Wasser ist mir alles ein wenig zu kompliziert. Das ist wohl die Kraft der Drachengötter, was? Und du? Jüngling, ich habe gerade eine Diskussion mit ihr. Und zwar darüber, was wohl der Hauptweggrund der Menschheit ist, die zwei Monde zu erforschen. Es liegt in der Natur des Menschen, sein Wissen zu erweitern. Auch wenn es um Monde geht. Das sehe ich anders. Es ist die poetische Ausstrahlung des Mondes, die die Menschen in ihren Bann zieht. Wie denkst du darüber? Auf jeden Fall Natur des Menschen. Siehst du, er stimmt mir zu. Und, hast du was? Menschen? Wieso verstehst du das denn nicht? Huch, Kundschaft. Hi, ich möchte gern was kaufen. Hast du zufälligerweise... Na, der hat nur... Oh, Entschuldigung. Falscher Knopf. Ich wollte Items haben. Was sind das? Ein Schalter drücken? Ja. Von unten ertönt ein Geräusch. Oh, vielleicht habe ich was kaputt gemacht. Ich weiß nicht. Grummel, grummel. Ich kann es einfach nicht finden. Wo steckt bloß das Buch der die Bestie und ich? Und sie dürfen noch einmal. Schriften sind Freunde für ein ganzes Leben. Selbst wenn man sie zu Ende gelesen hat, so leben sie doch im Herzen weiter. Und diese Erinnerungen nimmt man mit bis in den Tod. Ja, ja, ja. Und du? Hier ist der Leseraum. Für die, die beim Lesen einschlafen, haben wir eigens Hängematten aufgehängt. Im Ernst, eine Übernachtung macht 100 Gil. Na. Was haben wir da? Hallo? Waffenhändler. Noch vor kurzem konnten wir mit diesem Aufzug Gegenstände transportieren, aber jetzt fährt er nicht mehr bis ganz nach oben. Wie soll ich denn so bitte mein Geschäft leiten? Was soll ich nur machen, damit ich nicht gegen den alten Schmied verliere? Ich möchte gern was haben. Ich hätte gern da was zum Einkaufen. Da bin ich wieder was reingeraten. Aber irgendwas ist dann unten scheinbar passiert, ne? Was haben wir da? Ah, das haben wir wieder hier. Warte. Da ist was vielleicht. So viele Bücher. Das Läuten der Glocken,
der Nebel verlassen, der Nebel antrieb, die Bestie und ich. Du, da drüben ist sie. Geier, Schwarzmagie heute. Jetzt haben wir den Lift hinbekommen, ne? Halt, Lift, nein, da, nein, nein. So. Hui. Und raus hier. Ist denn hier was passiert? Tatsächlich. Was steht da? Die Kraft der Drachen in diesem Stein. Da soll wohl ein Stein platziert werden. Vielleicht ein Jadestein? Tut sich nichts. Der Klunken nehme ich wieder mit. Kraft der Drachen. Jadestein. Vielleicht 10? Oh. Die Steine haben sich verändert. 2 Aquamarine erhalten. Aha. Okay. Da, da. Ich wollte eigentlich... Danke. Bam, 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 bam. So, haben wir jetzt da... Was soll das gut sein? Ich habe keine Ahnung, wie der Lift da hinhauen soll. Du Opa? Ja, weil der halt ist, ne? Der Opa müsste weg. Irgendwie, wie kann man den weglocken? Vielleicht geht das alles auch erst später. Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich? Ich glaube, da hauen wir ab. Fürs erste Mal. Ich glaube, man musste hier später mal wieder her. Glaube ich. So, wir gehen trainieren. So, das einzig Wichtige heute. So, ist wieder dieser gute Drache. Dieser starke. Das würde mir sehr gefallen. Das Ziel ist heute wenigstens noch 1-2 Level-Ups zu kriegen. Das bist du. Eine Fledermauskatze. Miau, ich möchte einen Diamanten. Ich habe aber keinen. Diamant. Ich glaube, den habe ich. Ich habe leider keinen. Das ist schlecht. Das ist leider schlecht. Battle Cat. Scheiße, es tut mir leid. Ich habe leider keinen. Jetzt habe ich die Schnauze voll! Boah, Komet, ha? Super! Groll der Natur. Scheiße. Kein Diamanten, einen Mondiamantiten schnell kaufen. War das bei Nesto Gaza? Schnell nicht fliegen. Ah, geheilt. Sehr gut. Hysterie! Hat eine Maus auf ihrem Schweif? Hängen? Ich glaube ja. Kratzen, natürlich. Wie eine Katze halt, ne? Vita. Ja, Steiner heilt immer. Die Waffe, ne? Steiner darf hier nicht angreifen. Das ist nicht gut.
Nicht gut. Oh, er schläft. Dann muss Steiner dabei warten. Ich brauche einen Diamanten, weil ich den schwer bekomme. Jetzt noch Blaser dort beim Shop reinschauen, ob es da Diamanten gab. Das könnte ich machen. Wow, der hat gesessen. Armes Katze. Tut mir gerade leid. Herz aus Stein. Subi. Ich muss shoppen gehen. Mir kam vor, den Diamanten konnte man kaufen. Ich fahre mal ein Stück. Ey, ich glaube, ich hab's gefunden. Aha! Warte kurz. Ich muss landen. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ta! Alte Hochburg Ibsen. Trotzdem gehen wir shoppen. Da hat sie sich versteckt. Halt. Und aussteigen. 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 Boah. Geht nicht. Will er nicht. Halt dahin, jetzt aussteigen. Aussteigen. Ich will aussteigen. Jetzt geht er. Toll. Jetzt können wir das Eck rauflaufen. Da können wir sicher wieder einen Angriff von dem Gegner. Ui, ist er ausgegangen. Na, ist er nicht ausgegangen. Süß. Hallo. Ja, wer bist du? Mondsplitter. Haben wir sowas? Ha! Mondsplitter. Na. Scheiße. Das ist wieder scheißlich. Mondsplitter, was sollst du noch alles haben? Ich dachte mal, Jadestein, das reicht. Na. Oh je, das ist jetzt wieder bitter. Hui. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das ist so gemein. Du brauchst Mondsplitter auch. Oh, tschüss. Da kannst du nur shoppen gehen die ganze Zeit, ne? Boah, das läuft gerade gar nicht gut, so wie ich das gerne gehabt hätte. Tschüss. Hallo? Ich will was einkaufen. Gut, ne? Ich hatte sowas. Jadereif, nehmen wir gleich rein mit. Ah, der hat das nicht noch. Scheiße, wo kriegst du das Zeug her? Ich hab keine Ahnung. Was, 0 von 0? Das war dann noch 0 von 0. Nochmal, Entschuldigung. Da war irgendwas 0 von 0. Warte. Ah, da hat er so einen Streich gespielt. Ah, du sollst das nicht kaufen. Geht Dreck. Jetzt habe ich gedacht, man kriegt das hier. Mist, nicht gut. Woher kriegt man Diamanten? Drecks, wieso sage ich eigentlich keine Zeit, ne? Ich wollte eigentlich leveln. Ja, Pech gehabt, ne? Richtig Pech gehabt. Naja, jetzt wo wir aber eigentlich Dingens aufgedeckt haben, können wir quasi dort weitermachen, ne? War das jetzt hier irgendwo, ne? Da. So. Das immer.
mal schauen, wie stark hier die Gegner sind. Wenn sie stark genug sind, können wir auch hier auch noch leveln. Das wäre nicht das Problem. Achso, das sind irgendwie Gegner. Ja, okay. Schön mit Hinterhalt. Für den Gegner. Fein. Super. Ja, die paar Minuten machen wir noch hier. Dann ist gut. Das war nicht so eine schöne Runde. Diesmal, also Folge. Ja, ganz zu viel. Ganz nah. Ganz ehrlich gesagt. Machen, woher man jetzt den besten Mondstifter und Diamanten bekommt. Und ja, werden wir irgendwie ein bisschen einkaufen. Für den Fall, dass du das so richtig im Weg läuft. Wahrscheinlich muss das alles stibitzen, ne? Dann hätte es hier genug gehabt, wenn ich alle Gegner schon ausgeraubt hätte. Aber das hätte nötig, das irgendwie in die Länge gezogen, ehrlich. Ja, hin ist er. Ja. Level up, jawohl. Bam. So, immer her mit den Punkten. Wie gesagt, das machen wir noch schnell. Dann können wir im nächsten Part nämlich schön anfangen mit der Hochburg Liebsten da. Ja. Ich glaube, Hochburg ist das jetzt, ne? Was hat's denn hier schon für komische Viecher? Ich fange mal an, Stibitzen zu stellen. Ich klau alles. Oh, wir haben kein Dings mehr. Und Steiner ist sauer. Vielleicht können wir es schon beim nächsten Mal fressen, außer Eiko haut ihn nicht. Was ihr auch passieren kann. So, holen wir es mal. Ja, natürlich ist er hier. Logo. Wup, wup, wup. Icon Level Up erreicht. Subi. Ja, die Gegner sind ziemlich lahm, ne? Jetzt fliege ich halt extra nochmal zurück. Jetzt kämpfen wir noch schnell fertig. Dann haben wir wieder ein bisschen Level Up erreicht und so weiter. Das passt ja schon. Wieder das Haus. Na los, meine Damen und Herren. Fackel die Hinten. Ah, die Icon natürlich wieder schwerst verletzt. Vielleicht kannst du ja ein bisschen. Hier ist der Schreck. Das Hauch. Na, da kommst du mit. So. Der Himmels.
volles Rohr. Bin ich auf Eiko? Sicher auf Eiko. Ist ja logisch. Guck mal auf Eiko. Na, Zitane mal. Wow. Fast Level Up für Steiner. Kriegen wir aber noch hin. So. Gleich haben wir's. Wieder. Ach, die Schüler. Na, Quina ist verletzt. Quina ist verletzt. Unbedingt heilen. So, der ist auch schon mal wieder kaputt. Wusch. Austauschen gegen Mahagon. Aber zuerst tun wir ihm was Neues ankleiden. Ich glaube, das geht. Fegefeuer wäre auch bald fertig. Halt, da ist was. Kraftwürdel. Ja, können wir ihm das geben? Sind wir so 40? Ich lasse die Gruppe vielleicht auch mal so. Ich lasse die Gruppe, glaube ich, so. Abilities. Apropos Abilities. Anlegen. Pokerherz nehmen wir nicht mit. Gibt's da irgendwas? Na, erst mit 4, ne? Dann lassen wir so. So. Ein Kampf noch. Oder? Ach, scheiß der Hund drauf. Gehen wir speichern. Ist besser. So. Speichern. Habe ich genug gequält heute? Entschuldigt bitte. Das war keine besonders spannende Folge. Na, falsch. Ja, nicht da. So. Ja, brav. Na, fein. Dann belassen wir das einfach so. Und im nächsten gehen wir es dann richtig an. So. Dann schauen wir uns dann dieses Gebäude hier an. Na, fein, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!